Hallo zusammen, willkommen bei Conan Exiles. In diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie man mit der Homebrew Mod Wein herstellt. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon alles aufgebaut. Man braucht dazu einige Gegenstände. Und das Ergebnis, ich habe im ersten Mal einfach nur lautlos gelacht, als ich den Wein getrunken habe. Okay, fangen wir mal an. Als erstes brauchen wir den Fogcatcher oder Nebelfänger, um Wasser zu erhalten, den wir für so ziemlich alle Pflanzen brauchen, die wir mit der Homebrew Mod anpflanzen können. Danach brauchen wir natürlich auch den Komposteimer, um Komposterde zu gewinnen. Auch diese benötigen wir eigentlich für alle Pflanzen in der Mod. Und dann natürlich brauchen wir ein kleines Weinbeet. In das tun wir das Wasser, die Komposterde und Weinsamen, Weinkerne, Weintrauben, fragt mich nicht, die wir beim Pflücken von Pflanzen bekommen. Und dafür halten wir Wein und neue Samengut. Die Weintrauben nehmen wir jetzt einfach mal mit und tun sie hier in die Weinpresse. Und sobald wir damit anfangen, fängt unsere fleißige Sklavin schon an loszutreten und den Most auszupressen. Als Sklavin benötigen wir dafür einfach einen Koch. Es geht auch ohne, aber wie bei allen anderen Werkbänken geht es mit Sklaven natürlich schneller. Aus der Weinpresse erhalten wir den Most. Den lagern wir, so wie es sich gehört, in Fässern und müssen jetzt einfach nur noch warten, bis der Wein trinkreif ist. Ich habe hier zum Glück schon zwei Weinflaschen fertig. Die nehme ich mal mit. Und um euch den Effekt schön zeigen zu können, gehe ich in meine kleine Werkhütte und gönne mir jetzt einfach mal eine Flasche Wein. Und wie ihr sehen könnt, setzt einem der Wein doch ziemlich zu. So wie es aussieht, scheint aber auch die Energie zu regenerieren. Ich werde also mal eine Flasche dabei haben, nachdem ich mich mit einem Krokodil angelegt habe. Und hoffen, dass mir dann nachher nicht seekrank wird, während ich wieder nach Hause torkel. Das hält gut ein, zwei Minuten an und ja. Kater bleibt keiner zurück, aber es schwankt doch ganz schön. Was ihr übrigens im Hintergrund sehen könnt, ist der Grundriss für meine Pyramide, die ich mir aufbauen möchte. Aber um sowas zu bauen, muss man auch wirklich sturzbetrunken sein. Also, so viel zur Weinherstellung in der Homebrew Mod. Ich hoffe, ihr probiert es selbst einmal aus. Bis dann, ciao!